So, nach reichlich Nachdenken habe ich jetzt einen kleinen Plan geschmiedet und um die Sache da zu, erstmal mit dem Telefon noch ein bisschen genauer auszutaxieren. Als erstes will ich jetzt mal der Mrs. Robner hinterher, weil nicht, dass die mir da jetzt irgendwie durch die Finger geht. Die möchte ich mir relativ frisch nach diesem Gespräch mal vorknöpfen. East. So, North of Foyer. Hier ist ganz schön Action gerade. Miss Robner appears to be in hurry. Ist schon mal interessantes Verhalten. Es scheint's eilig zu haben, die Miss Robner. Derweilen ist die Miss Dunbar walking past you, also diese 30-jährige Dame im schwarzen Hosenanzug scheint hier auch gerade entlang zu tingeln. Und die Miss Robner heads off to the east. Und da marschiere ich dir doch knallhart hinterher. Bottom of stairs. Am Fuß der Treppe sind wir jetzt. Die Robner scheint es immer noch ziemlich eilig zu haben. Und hüpft da die Treppe hinauf. Gut, dann schauen wir nach oben in den ersten Stock. Wir waren da noch nicht. Na, kurz auf die Karte geguckt. Erdgeschoss. Jetzt brauchen wir schon die vom ersten Stock. Wir kommen hier rauf und stehen jetzt top of the stairs. Das ist jetzt im ersten Stock dieser Platz hier. Na, da ist die Treppe, da kommen wir jetzt hoch. Dieser Platz hier. Und jetzt bin ich gespannt, in welchen dieser Räume diese Mrs. Robner verschwinden wird. Weil da gehe ich knallhart hinterher und also ich möchte jetzt wissen, was mit diesem Telefonat los war. Miss Robner appears to be in hurry, das wissen wir schon, die hat es immer noch eilig. Miss Dunbar is walking past you, auch die dackelt da gerade eben die Treppe hoch, da ist ja richtig was los. Miss Robner is going upstairs. Jetzt sind wir also upstairs, top of stairs. You are at the top of staircase. Where short hallways run north and south and the corridor. The length of a house heads west. Miss Robner appears to be in hurry. Miss Dunbar is walking past you. Miss Robner heads off to west. Ich bin ja neugierig, wo die jetzt hinläuft. Jetzt sind wir hier, top of stairs. Vorhin waren wir half of staircase. Top of stairs. Okay, und die Miss Dun, nee, die Miss Robner ist hier, rennt hier weiter Richtung Westen. Also, dann schauen wir da mal hinterher. West. Hallway. You are just west of a staircase. There are doors on both sides, north and south, of a hallway which continues west. Both doors are closed. Hier stehen wir jetzt. Nach Norden und nach Süden, also auf beiden Seiten des Korridors, teilt uns das Programm mit. Hat es wieder zwei Türen, das sind diese beiden hier. Eine geht in den Master Bedroom Richtung Norden, die andere Richtung Dunbars Bedroom. Das schauen wir uns auch alle später an. Jetzt bin ich auf jeden Fall der Miss Robner auf den Fersen. Miss Robner opens the bedroom door and heads off to the north. Miss Robner shuts the door to the Master Bedroom. Die hat die Türe da geschlossen. Da können wir nicht einfach durchgehen in dem Spiel, dann sagt das Spiel ja, die Tür ist zu. Also öffnen wir die. Open Door. Jetzt fragt er natürlich, welche der Türen. Na, nicht die South Door, die North. North Door brauche ich. The Bedroom Door is now open. Miss Robner speaks quietly into the phone and hangs up. Da gibt es noch ein Telefon, oder wie? Das ist ja interessant. Also die zeigt schon ein ziemlich seltsames Verhalten jetzt. Obwohl ich könnte es verstehen bis zum gewissen Grad, dass die sich nicht vor anderen Leuten mit irgendjemandem da am Telefon unterhalten will. Das mache ich zu Hause auch manchmal. Ja? Wenn ich telefoniere, will ich meine Ruhe haben. Da will ich nicht, dass da irgendjemand zuhört meistens. Selbst wenn es um völlig harmlose Gespräche geht. Ne? Ist einfach angenehmer, aber trotzdem glaube ich, das hat hier was zu bedeuten. Okay, wir stehen immer noch hier draußen, die Tür haben wir geöffnet und haben die Miss Robner gerade mitgekriegt, die hier im Master Bedroom ist und da offensichtlich relativ leise in ein Telefon hineingesprochen hat. Ja, die knöpfe ich mir jetzt mal vor. Noch. Jetzt bleibt da, bitte, liebe Miss Robner. Nein, sie zischt gleich wieder ab. Miss Robner heads off to the south.
Okay, erstmal Master Bedroom, wenn wir hier einmal sind. This is the Robner's Master Bedroom, decorated with a Queen Anne style. In the Queen Anne style. A large four-poster bed. Entschuldigung, a large four-poster bed with parrot and tables fills the south end of the room. On one of the end tables is a telephone. Das ist also das Telefon. Okay, da hat es also noch eins. Das schreibe ich mir gleich mal auf meine Karte noch drauf. Dressers, a small chair and a lounge are against the walls. The north wall contains a balcony window, which is closed. An open doorway leads east to the bathroom. A large mirror with a gilt frame hangs on the west wall. Ja, das sind also einige Sachen. Die schreibe ich mir jetzt alle gleich mal auf. Also das ist jetzt dieser Master Bedroom, das Chefschlafzimmer, Elternschlafzimmer, Hauptschlafzimmer oder wie auch immer man das denn nennen will. Hier natürlich entsprechend teuer anmutend eingerichtet im Queen Anne Style. Und da hat es ein sehr, sehr großes Bett. Diverse Möbel natürlich wieder, Einrichtungsgegenstände, Schränke vor allem und einen schmalen Stuhl. Außerdem hat es da noch eine Balkontür, da geht es raus auf einen Balkon. Nach Osten führt auch noch ein Weg von hier, den schauen wir uns aber später an, denn das ist einfach nur der Master Bathroom, der zugehörige. Jetzt noch nicht so interessant. Ein großer Spiegel hängt an der Westwall. Also hier gibt es eine Westwall. Wunderschön. Ein großer Spiegel hängt an der westlichen Wand. Und die Miss Robner, die ich hier eigentlich hierher verfolgt habe und eigentlich wissen wollte, was jetzt hier eigentlich Sache ist mit dem Telefonat von da unten, die hat gerade eben da nochmal in dieses Telefon reingewispert, hat diesen Kerl also offensichtlich tatsächlich zurückgerufen und sich sehr geheimnisvoll dabei gehabt, recht leise ins Telefon hineingesprochen. Und kaum haben wir hier den Raum betreten, zischt die wieder in südliche Richtung ab und verlässt den Raum wieder. Das lasse ich jetzt überhaupt gar nicht zu, beziehungsweise lasse ich schon zu, aber der hefte ich mich weiterhin an die Fersen. Jetzt sind wir wieder im Hallway, wieder im Living Room. So, schön, jetzt gibt die gute Frau endlich mal eine Ruhe. Miss Robner is sitting here, knighting. Das Erste, was ich wissen will, ist, was hat sie denn da besprochen am Telefon? Tell me about the call. Das weiß ich ja schon von vorher, dass sie da auch eine Antwort drauf geben kann. Das Spiel also den Ausdruck kennt. It was just a friend of mine offering his condolences. Okay. Die lügt uns also knallhart wieder an. Dieser Anrufer, der da dran war, diese unbekannte Stimme, hat sich nach einer Leslie erkundigt. Und, dass diese Reaktion von der Robner, da das Telefon schnell an sich zu reißen, ist noch verständlich. Aber dann jemanden, der also sein Beileid übermitteln möchte am Telefon, da derart abzuwürgen auf die Schnelle, dann hoch zu sausen in ihr eigenes Zimmer, den Kerl vermutlich zurückzurufen und da dann also still, leise und heimlich und recht mysteriös am Telefon was mit dem zu besprechen, nee, also das kaufe ich ihr nicht ab. Und schön ist, dass ich ja weiß, dass der Kerl sich nach einer Leslie erkundigt hat. Jetzt will ich von ihr wissen, wer diese Leslie ist. Robner, tell me about Leslie. Hoffe ich, habe ich die richtig geschrieben. Das werden wir gleich sehen. I don't know much about it. Robner, tell me about your friend. Na, C64 hatte amerikanisches Tastaturmuster. Tell me about your friend. Hoffentlich weiß sie, wen ich damit meine. Ich will nämlich wissen, ob sie mir was über den Anrufer erzählt. You don't need the word friend to solve this mystery. Nee, das kennt das Spiel schon mal gar nicht. Das scheint dann also auch nicht so wichtig zu sein. Vielleicht habe ich die Robner. Where? Who? Who is Leslie? I don't know much about that.
Ja, das würde jetzt ein bisschen, was du darüber weißt, würde mir jetzt ehrlich gesagt auch reichen. Aber gut, wir wollen es nicht übertreiben. Dann gucken wir mal, ob wir da später noch was rausbekommen über diese mysteriöse Leslie und ihren geheimnisvollen Anrufer, der ja angeblich hier nur Kondolences überbringen wollte. Lügt die mich doch knallhart an. Das macht sie nicht sonderlich vertrauenserweckend. Na gut, okay. Ich würde vorschlagen, zurück zu unserem ursprünglichen Vorhaben fürs Erste. Wir wollten uns ja weiter in dem Haus umschauen. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen was mitgekriegt vom oberen Stockwerk. Aktuell sind wir wieder hier im Living Room. Ja, schauen wir doch mal weiter hier rüber. Östlicher Bereich. Der Hütte. East. North of Foyer. Kennen wir schon. East. Bottom of Stairs. Kennen wir schon. South. South Hallway, you are in the East-West Hallway, south of a staircase. A door to the south is closed. So, da wissen wir ja nur, dass da im Süden der Miss Rurke ihr kleines Zimmerchen ist, der Bediensteten. Haben wir uns schon angeschaut, brauchen wir jetzt nicht gleich wieder reingehen, aber hier nach Osten werden wir mal eben schnell schauen. Nur der Vollständigkeit halber, East. South Hallway. This is the end of the east-west hallway. To the south, a small door is open. Another door to the east is closed. Wir gucken dann erstmal nach Süden. Das ist also einfach das South-Closet. Toilette im Süden, im Erdgeschoss. This is a little used storage closed, containing odds, oots, and ends of no interest whatsoever. The exit is to the north. Also eine wenig benutzte Toilette im Erdgeschoss, nichts Besonderes. Bathroom Door möchte das Spiel hier von uns haben. Open Bathroom Door. Von East. Miss Rookes Bathroom. This is Miss Rookes Bathroom. Aside from the usual bathroom fixtures are two shelves affixed to the wall. The door at the west side of the room is open. Das ist also der Bediensteten ihr Badezimmer, der Miss Rurke. Und da sind also zwei kleine Schränke an der Wand befestigt. Sonst gibt es hier erstmal nichts Besonderes zu sehen. Diese Schränke werden wir uns später nochmal anschauen. Im Augenblick interessieren die mich relativ wenig. Wir sind jetzt hier. Kurz zur Erinnerung. Da drüben haben wir uns jetzt schon alles angeschaut und jetzt werden wir uns mal hoch in den ersten Stock begeben. West, West, North, Up wäre die Befehlskombination. North, Bottom of Stairs, Up. Wir machen hier, also stellt euch das vor, ja, man läuft diese Treppen hoch und man tritt auf diese Treppenstufen und die machen wieder dieses komische quietschende Geräusch, was da zu vernehmen ist und wo man später noch drum kümmern müssen. Jetzt gehen wir erstmal weiter nach oben. Top of Stairs. You're at the top of staircase. Wir kennen den Platz von vorn schon, als wir die Miss Rurke da verfolgt haben. Ein kurzer Blick Richtung des Gästezimmers, welches von unserer Position aus im Norden liegt. Wir sind jetzt hier gewesen. Halt, falsche Karte. Hier sind wir gewesen. Ich gehe jetzt hier mal Richtung Norden, North Upstairs Hall. Das ist unser jetziger Standort. Und schauen wir mal schnell in das Gästezimmer rein, ob es da was zu Besonderes zu sehen gibt. Guest Room. This room contains the bare essentials for a guest room: Bed, tables and a chair. A window looks out toward the east. Nichts Besonderes hier. Gästezimmer. Relativ bescheiden eingerichtet. Es gibt ein Bett, es gibt Tische und es gibt einen Stuhl. Und das Fenster zeigt hier zur Ostseite, was ja korrekterweise so sein sollte, wenn wir mal auf unsere Karte schauen. Natürlich können sie auch in diese Richtung zeigen, aber tut es halt hier nicht, weil da gibt es halt kein Fenster. Ein Fenster Richtung Osten. Werfen wir mal schnell einen Blick raus, ob da unten auf dem Rasen irgendwas passiert. Look through the window. From here you have a good view over the East Lawn, a shed and the lake in the background.
kennen wir alles aus den vorherigen Besuchen schon. Also von hier können wir jetzt halt auf den östlichen Rasen schauen und da steht dieser Schuppen rum und außerdem der See, der natürlich da hinten wunderschön zu sehen ist, mit dem das Sonnenlicht sich bricht und funkelt und spiegelt und so weiter. Ein paar Baumkronen werden wir wahrscheinlich auch erhaschen, denn hier auf dieser Seite hat es ja draußen im Außenbereich des Hauses hat es ja dann diesen Obstgarten. Ja? Also wenn wir jetzt hier zum Fenster rausschauen, kann es gut sein, dass wir da eventuell auch diese Baumkronen so ein bisschen mitkriegen. Ja, und dann gucken wir mal weiter in diesem Bereich. Dann haben wir nämlich hier oben auch erstmal alles abgecheckt. Und dann wissen wir soweit erstmal Bescheid, was, wo, wie, in welcher Art und Weise ist. Also, West, North Upstairs Hall, South, Top of Stairs und wieder nach Westen. Jetzt sind wir mitten in diesem Hallway. Von hier aus geht es nach Norden in dieses Zimmer, wo wir auch schon gewesen sind, nämlich in den Master Bedroom, wo die Rubner ihr mysteriöses Gespräch geführt hat. Und was ich jetzt vorhabe, ist, ich möchte jetzt mal direkt in die Bibliothek schauen. Gucken, was da passiert. Beziehungsweise im Westen ist der Hallway. Hallway this is approximately the middle of a corridor. A convenient place for a closed full of linens. Stairs to the east and the window to the west are about equidistant. The closed to the north is open, the closet to the north is open and rather shallow. Ja, mitten in diesem Hallway können wir sozusagen in beide Richtungen schauen. Auf der westlichen, in der westlichen Richtung sehen wir vorne am Ende des Korridors ein Fenster, in der östlichen Richtung Treppen. Das ist dieser Bereich hier. Nach Norden geht es da wieder in eine Toilette, die gucken wir uns aber später an. So interessant sind Toiletten jetzt halt wirklich erstmal fürs Erste nicht. Gehen wir weiter nach Westen. West Hallway. This section of hallway is near the west end. Through the window at the end of the hall, you can see some trees and the lake beyond. Habe ich es nicht gesagt, dass da draußen Bäume stehen? War nämlich vorher gar nicht so viel in diese Richtung angesagt, dass hier Bäume stehen. Aber ich habe mir einfach dazu gedichtet, wenn ihr euch entsinnt in meiner Vorstellung. Und tatsächlich sind hier also auch ein paar Bäumchen, die da rumstehen. Das wäre ja auch zu fad, wenn da nichts dergleichen zu sehen wäre. You can see some trees and the lake beyond. The hallway continues east and west. And the door to the south is open. Die door to the south dürfte die vom Georg sein. Da war ich auch in meinem... Doch, da, ganz kurz bin ich da mal drin gewesen. Da gibt es jetzt auch erstmal auf Anhieb nichts Besonderes zu sehen. Wir schauen jetzt mal direkt in die Library. Denn die interessiert mich jetzt im Augenblick am meisten. Da müssen wir also noch einmal nach Westen gehen. End of Hallway. This is the west end of Upstairs Hall. To the north is the library where Mr. Rubner was found. Its solid oak door has been knocked down and is lying just inside the entrance to the library. A window, which cannot be opened, is at the end of the hallway. Ja, also das ist jetzt das Westende dieses Hallways, den wir jetzt da oben im ersten Stock entlang gegangen sind. Und Richtung Norden würden wir jetzt also direkt in die Bibliothek kommen. Wie wir aus der Vorgeschichte schon wissen, musste die Polizei diese Tür da oben aufbrechen, denn die war von innen versperrt. Die Folgen dieses rüden Ereignisses können wir jetzt hier bewundern. Da liegen also die Tür ist da nach innen eingebrochen und liegt halt da so am Boden rum. Eine massive Eichentür, die mussten also da ganz schön darauf einhämmern. Also Türöffnungen durch offizielle Organe wie Polizei und Feuerwehr, ich kenne das von früher noch aus meiner Zeit aus dem Rettungsdienst, das ist immer eine sehr interessante Geschichte und Türen können sehr, 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 sehr massiven Widerstand leisten, insbesondere wenn es massive Eichentüren in gut gebauten Häusern sind. Da kann man sich also auch in etwa vorstellen, was hier für ein Theater da dieses Morgens gewesen sein muss, als man dann die Leiche dieses Mr. Rubner in der Bibliothek entdeckt hat. Naja, was haben wir hier noch? A window which cannot be opened. Ja, dieses Fenster, was hier auf der Westseite an der Wand ist, das scheint also irgendwie nicht aufmachbar zu sein. Warum ist denn dieses Fenster nicht aufmachbar? Das möchte ich mir gleich mal anschauen. Eigenartig. Warum ist das Fenster nicht zu öffnen? Ist das von Haus aus so? Hat das eine Bedeutung? Hat es keine Bedeutung? There's nothing special about the window. Im Augenblick scheint das mal keine Bedeutung zu haben. Ich probiere es jetzt trotzdem mal
Ja, immer wenn das Spiel sagt, das und das geht nicht, probieren wir es doch gerade. You must be very clever to do that, to the window. Okay. Ja, gut. Keine Ahnung, was das für ein Fenster ist, ja, dass man da jetzt, dass das irgendwie, also diese Veräppelung jetzt seitens des Spiels rechtfertigt. Aber es hat ja schon gesagt, das geht nicht aufzumachen. Und ja, dafür kriegt man jetzt halt nur eine Rechnung, dass wir es trotzdem probieren. Okay, schauen wir in die Bibliothek. North Library. Ja, das ist wieder einiges an Text, was hier zu lesen ist. Ich kann mich erinnern, dass da vorhin schon meine Stoppuhr mal eben sich zwischendurch bemerkbar gemacht hat und verkündet hat, ey, Alter, du laberst schon wieder zu viel. Ich würde sagen, an dieser Stelle werden wir jetzt mal diese Folge abbrechen. Was es mit der Bibliothek auf sich hat, gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dahin.